Was machen zwei wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Wolle. Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Und wir stehen hier schon wunderschön grandios ausgerüstet mit unserem geilen Großschwert auf der beinahe Weide. Und keine Ahnung, wie ich jetzt auf Weide komme, aber irgendwie hat es sich meinem Kopf besser angehört. Wir haben heute wieder einiges zu tun. Ich kann euch dieses Mal nicht mehr versprechen, dass wir irgendeine Request abschließen werden, denn wir haben die ganzen super einfachen, die ich ohne Probleme hinkriegen werde, jetzt so mehr oder minder abgeschlossen. Was ich mir nochmal aufgeschrieben habe, war wie gesagt der Rajang mit Großschwert ohne Rüstung. Und eigentlich, wenn ich einmal mein Großschwert mit habe, wäre das ganz cool. Alles klar, wir probieren den Rajang ohne Rüstung. Ach komm, ja, hier, gib mir die scheiß Hülsenbeere, ist mir auch wieder egal. Denn wir haben hier jetzt Honig, ne? Das heißt, mit den Mengen und Massen an Honig, die wir uns jetzt hart erkämpft haben, können wir natürlich direkt wieder alles verarschen, verkacken und verspielen. Denn ich bin liebend gern ein guter, oder halt in dem Fall ein schlechter Zocker. Das passt schon. So, da wir jetzt dementsprechend... ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht ein Rajang ohne Rüstung zu machen ist. Als allererstes kann ich mir mal Striptease-mäßig die Kleider vom Leibe reißen. Oh ja, gibt doch zu, was anderes wolltet ihr auch gar nicht sehen. Ich muss echt mal wieder zum Friseur. Und ich muss mir die komischen Ohrringe entfernen lassen. Was habe ich mir damals bloß dabei gedacht? Ach, meine Jugend, so viele Probleme und Fehler, die ich dabei begangen habe. Und, nach meinem wunderschönen, grandiosen Striptease, ne? Leider mit gutem Schutzschild, damit das Wichtigste nicht zu sehen ist. Ich kann euch nochmal kurz hier, ne? Muskelbepackter Körper, ohne Sixpack, ohne wirklich viel Muskeln. Aber mit Männerbrust und Schutz vorm größten Teil, damit man nicht ganz erahnen kann, wie viel da wirklich ist. Aber gewohnt Knackarsch, gehen wir jetzt mal weiter in den Kampf. Nein, nicht sortieren. Also ich würde, da ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich sagen wollte, wie stark so ein Rajang wirklich ohne Rüstung ist. Gut, Rajang ist immer ohne Rüstung, da ist er stark, wie ich mit ohne Rüstung gegen Rajang kämpfen kann. Würde ich den ganz normalen Low-Rank-Rajang machen. Nicht mit G-Rank-Jazz, das wäre ein bisschen unfair, obwohl das würde meine nicht vorhandene Rüstung ausgleichen. Es wäre ein interessanter Kampf. Aber nein, das machen wir nicht. Wir haben übrigens noch nebenbei Bedingungen. Ein Maxi-Trank. Es stand nicht da maximal ein Maxi-Trank, ich könnte mir also mehr mitnehmen. Ist aber auch genial, ne? Request war, ich zitiere nicht, aber ich wiederhole, ein Maxi-Trank, 10 Megatränke, ein Megadämonenmittel und den Rest kannst du selbst entscheiden. Gut. Also nehme ich zufällig noch einen Maxi-Trank, noch mehr Heilung und noch mehr Megadämonenmittel. Easy. wie gesagt, wenn da nur da steht, du kannst selbst entscheiden, ist es ein bisschen sehr weit gefächert für mögliche Interpretationen. So, was ich als erstes mal schaue, ist, ob wir uns überhaupt irgendeine GS auf Low Rank basteln können. Das wäre ja schon mal was Schönes, so ein Ice GS. Ah, guck mal hier. Gefrorener Thunfisch. Der passt doch perfekt zu meinem Oberschinken. Alles klar. Ist das jetzt ein Langschwert oder ein Großschwert? Nee, ist ein Großschwert, ne? Ist vielleicht ein bisschen eine Scheißwaffe für einen Rajang. Aber vielleicht können wir sie ja noch verbessern. Ich habe jetzt eher so mit Daoras Flügel gerechnet oder so. Aber, ah, Schlaf. Ich habe gerade überlegt, was Schleif auf einer Waffe soll. Ne, und jetzt kommen wir auch schon in die G-Rank-Region. Das ist viel zu weit hinten. Alles klar. Kann ich dich verbessern? Kristall-Thunfisch. Fehlen mir leider Speer-Thunfische. Ah, sind wir eher spärlich besetzt. Aber die können wir uns vielleicht nochmal ganz schnell holen, denn sowas Blaues wäre für den Kampf vielleicht schon mal nicht ganz so nicht angebracht.
denn wir könnten sonst echt Probleme bekommen. Ohne Rüstung kriege ich ja ziemlich hart auf den Latz. Rayang ist ziemlich schnell, so kriege ich auch ziemlich schnell hart auf den Latz und dann auch noch viel. Ah, deswegen habe ich aufgehört zu fischen. Wir brauchen jetzt mal Netze dafür. Natürlich. Ey, wie weit wollt ihr denn noch nach links gehen? Leute! Jetzt habe ich aber alle getroffen. Sehr schön und keinen einzigen Thunfisch bekommen. Okay. Schön. Okay, ganz ungünstig, vor allem, weil ich nicht weiß, wo ich die Speerthunfische wirklich herbekomme. Ich dachte, die Speerschleuder wäre richtig, weil so Speerthunfisch und Speerschleuder. Meine Hand ist aus dem Bild raus. Verdammt, so, komm mal zurück. Würde irgendwie Sinn ergeben. Aber irgendwie war ein bisschen was fishy bei der Angelegenheit und es scheint nicht ganz so zu funktionieren. Oh mein Gott, heute habe ich wieder einen Lauf. Okay, was wir auf jeden Fall brauchen, ist trotzdem mehr Tränke. Und hier steht nicht da, dass ich nicht Tränke, also Megatränke, nachkombinieren darf. Das heißt, ich würde mich mal frecherweise davon, also das annehmen, dass ich nachkombinieren dürfte. Zudem stand komplett da, ich darf mich entscheiden, was ich machen will. Das heißt, ich mache einfach die letzte Einladung, denn dort gibt es 2 Ranks. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es dann gegebenenfalls mit etwas Glück dazu kommen könnte, dass einer der beiden Ranks ein bisschen schwächer ist. Also zumindest der erste. Und ich will auch nicht beide töten, sondern nur den ersten. Zumindest vorläufig, wenn es schnell, einfach und ohne Probleme läuft. Na dann, machen wir halt weiter. So, ich brauche noch mehr Tränke. Das ist jetzt alles ungünstig, denn ich habe zwar Honig und ich habe theoretisch auch... immer noch keine Blitzkäfer. Fuck. Schauen wir mal ganz kurz zu unserer Freundin da hinten. Was machst du, Kleine? Hier hast du zufällig... leider keine Käfer im Angebot. Kam mal wieder irgend so ein minder Bemittelter und hat Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck gemacht und die ganzen Käfer zerschmettert. So eine Schande aber auch. Okay, egal. Dafür 21 Honig. Schön, wie ich sie jetzt alle in diesem einen Kampf komplett verbrauchen werde. Ich fühle mich fast schon schlecht und ich bin komplett voll. Wer hat mir denn so einen Scheiß erlaubt? Also, das kann auf jeden Fall weg. Fallen sind wichtig. Ich bin jetzt ohne Rüstung. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Ich kann keine Hilfe kriegen, weil meine Blitzbomben weg sind. Also brauche ich Fallen. Berührungsbomben. Es ging um Töten, nicht um Fangen. Das heißt, die können auf jeden Fall schon mal weg. Große Fassbomben. Aber ich mache wahrscheinlich mit dem momentan noch mehr Schaden, als ich einfach mit Raufform machen würde. Das heißt, ich hätte vielleicht nicht meinen letzten Fisch dafür kombinieren sollen, aber hey. Nee, das ist einfach ein Platz zu viel verschwendet. Das nehmen wir nicht mit. Das passt so schon. Sagte er und packte eine kleine Fassbombe plus ein. Wunderschön. Ach, natürlich, ich habe auch keine Netze. Also nur eins. Das heißt, wir können auch keine Fallgruben mitnehmen. Wir müssen also die Schockfallen ausreichen, so mehr oder minder. Ne, warte. Kombinieren. Zack, fertig. Fließjacke. Ist nur so von der Heute-Show. Ich weiß nicht, wie das Format heißt, aber das hatten die früher mal. War relativ cool. Nimmst du einmal eine Jacke, pappst ein paar Fliesen dran. Zack, fertig. Fließjacke. Muss ich mich gerade dran erinnern. So, Farbbälle können dann zum Beispiel schon mal weg. Gourmet-Steaks müsste ich ja jetzt dank Captain Buggy-Summer auch noch ein paar neue haben. Und ja, ich muss mich jetzt auf diese No-Rank-Quest ordentlich vorbereiten. Ihr geht auch nicht so häufig nackt raus. Es ist was Besonderes. Da muss man einfach zumindest die Haare schön gestaltet haben und die Arschhaare zusammengeflechtet. Ansonsten fühlt man sich einfach nackt. Ich meine, man kann sich aus den Arschhaaren so ein Kostüm flechten, wie Bayonetta. Das passt schon. Denke ich mal. Dann das Gourmet-Steak kann hier bleiben. Fallgruppe habe ich, das heißt die Blitzbombe. Ich weiß jetzt nicht, ob eine wirklich den Unterschied machen wird. Also kann die auch durchaus weg. Ich habe meine kompletten Amulette und Panzerdinger. Ich habe 2 Maxi-Tränke mit. Ich darf nur einen, wenn man sich mal wirklich dran hält. Also vermutet, dran zu halten, was der Questgeber mir damit sagen wollte. Dann muss ich noch ein Megadämonenmittel mitnehmen. Oder ob er mir wirklich damit die komplette Ausrüstung vorgeben wollte. Ich meine, wenn er mir sagt, der Rest ist mir überlassen. Ich kann kein Megadämonenmittel machen. Wollt ihr mich verarschen? Och, komm schon. Tut mir leid, ich kann die Request nicht machen. Ich kann kein Megadämonenmittel machen.
okay, nehme ich halt bloß ein Dämonenmittel mit. Ich hoffe, diese Ersetzung ist gar nicht mal so schlimm. Ich meine, es ist eigentlich... Ist das schwächer? Eigentlich müsste es schwächer sein, weil Mega steht meistens für viel und gut. Dann habe ich mich so weit, wie es hier steht, dran gehalten. Bis auf die Tatsache, dass ich halt mehr Sachen zum Kombinieren mitgenommen habe. Schauen wir mal, ob es so reicht. Ich kann ja erstmal das benutzen, was hier steht. Und wenn das nicht reicht an Heilungszeug und Aufputschzeug, nehme ich halt den Rest noch mit. Easy peasy. Ich meine, wie gesagt, wenn er mir sagt, Rest kannst du entscheiden, werde ich hier nicht zu meinem Nachteil entscheiden, ne? Müsst ihr schon ein bisschen präziser sein bei euren Requests hier. Nicht, dass ich sie alle auf Anhieb schaffe. Wäre ja eine Schande bei mir und meiner Requests-Failerei. So, ich habe nicht gegessen. Shit! Das hätte so ein bisschen das Megadämonenmittel auch ersetztes Essen. Aber na gut. Oh, ich habe Kraftpillen noch mit. Schluck mal den Uraltentrank. Alles klar, können wir den dafür benutzen. Sind wir wenigstens einmal voll. Nehmen das Megadämonenmittel. Und ab jetzt habe ich noch einen Maxitrank und 10 Megatränke, die ich benutzen darf. Als Heilzeug. Ich habe auch keine Schockfallen mitgenommen. Boah, ihr wollt mich doch verarschen. Wesens Gameplay-Reste sind noch mit dabei. Das ist schon mal besser als gar nichts. So, mein Freundchen. Ich habe gehört, du würdest gerne ein bisschen Fisch abkriegen. Oh, shit. What the holy motherfucking shit. Da bleibt mir sogar... An den Schaden habe ich mich direkt mal verschluckt. Scheiße, ey. Okay. Alles klar, es wird nicht ganz so einfach wie gehofft. Gut, ich dachte schon, dass es schwer wird, aber es ist eher so, Honey dabei wäre schön schwer. Fuck, Mann. Und ich habe gerade meinen ersten Trank benutzt. Gut, vielleicht hat es nicht ganz so gut. Also nochmal an dich, Request-Schreiber, könntest du das bitte nochmal ein bisschen genauer formulieren? Sollte dir es so nicht gefallen, wie ich es jetzt mache. Sollte ich es machen? Das ist ja nochmal ein großes Wenn und Aber. Ansonsten habe ich sie jetzt ganz kurz ein bisschen leichter gemacht, um zu testen, ob ich es überhaupt hin. Ich war weg. Ich war doch weg. Meine Güte, Junge. Was soll der Scheiß? Aua. Okay, das tat vielleicht etwas weh, muss ich mal sagen. Ein bisschen heftig, aua. Und so gehen meine Megatränke dahin. Wap, wap, wap. Och, Honey wäre so geil gewesen an meiner Seite. Einfach mal regelmäßig ein bisschen Heilung von ihr gespammt wäre schön. Aber gut. Wie ist es schön, dass unser gefrorener Thunfisch nicht ganz so wapprig ist, wenn er durch die Hitze des Gefechts jetzt auch noch auftaut. Aber nehme ich da noch ein Problem mehr, dann schwabbelt der so rum. Ich meine, dann tut er vielleicht auch zweimal weh, weil er zweimal gegen den Kopf aufdunkst. Aber so ein wabbelndes Stückchen etwas ist, glaube ich, nicht die perfekte Waffe. Boah, jetzt muss ich echt jedes Mal vor jedem Angriff von dem Angst haben. Boah. Der Moment, wo man es doch schöner finden würde, angezogen zu sein. Mein Bild wackelt ein bisschen. Warum leckt mein Bild? Das ist nicht schön. Der Einzige, der hier leckt, bin ich und wenn, dann Honey. Und vielleicht noch Toni. Aber ansonsten geht das Ganze hier ein bisschen zu weit, Bildschirm. Okay, ganz ruhig. Ich glaube, ich habe als Großschwert-Experte... Ich nehme das zurück. Als Großschwert-Spieler theoretisch genügend Zeit, das Monster zu töten. Oh, fuck. Mir wird jetzt erst die folgenschwere Wahl meines Fehlers bewusst. Wenn ich das nicht innerhalb von 10 Minuten schaffe, kommt doch der zweite Hampelmann mit dazu. Oh, shit. Ich bin davon ausgegangen, dass ich ihn locker unter 10 Minuten schaffe, aber so wie ich momentan Schaden kriege, wird das wahrscheinlich nichts. Ja, fuck, ne? Dann nehmen wir mal ganz kurz an, dass das mit den Töten des Rayangs doch nichts wird. Zumindest in der Zeit, die mir davon gegeben ist. Och, mach doch bitte nicht ganz so viel Schaden, Junge. Und ich bin tot. Alles klar. Ich habe mir das irgendwie ein kleines bisschen leichter vorgestellt. Vielleicht bin ich einfach zu sehr an die Rüstung gewöhnt, aber irgendwie... Okay. Nackt irgendwo hinzugehen, ist halt doch immer noch mal eine ziemliche Überwindung, die wir jetzt eingehen mussten.
Und ich glaube, wir können erstmal so untereinander konsensmäßig darüber übereinstimmen, dass ich in dieser Quest, die ich hier gerade führe, so viel Heilmittel benutzen will und darf, wie ich möchte. Weil alles andere ziemlich hart nach hinten losgehen wird. Ich meine, erst noch nicht mal Rage. Das ist schon mal eine Aussage für sich. Und mein gefrorenes Fischchen blockt ab. Äußerst ungünstig. Na gut, wenigstens macht Toni ein bisschen mehr Schaden als Honey. Das könnte vielleicht positiv uns in diesem Kampf helfen. Boah, wenn du so ein Rayang auch bloß mit Fernkampfwaffen jetzt gewohnt bist, ist so ein Nahkampf gegenüberstehen mit ihm dann doch irgendwie ein bisschen gefährlicher und mieser. So, erstmal das Ding hier schnell hinlegen. Alter, jetzt wo ich auch noch Zeitdruck habe. Oh nein, 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 Junge. Och, dankeschön. Schwein gehabt. Komm bitte kurz hergerannt. Dankeschön, mein Freundchen. Kraftpille geschluckt. Und schluck das Boden. Jawohl, Boden. Dich wollte ich malträtieren und nichts anderes. Und er hat nicht aufgeladen. Scheiße. Da kommt der Noob in mir mal ganz kurz raus. Er war jetzt eine Weile weg. Hat sich mal Urlaub genommen. Habe ich halt nur so halbwegs gut gespielt, aber jetzt ist er back und denkt sich, yo, Digga, du kannst kein Großschwert, das weißt du, ne? Red dir ja nichts anderes ein und dann passiert halt sowas. Fuck this shit. Jetzt habe ich natürlich keinen Maxi-Trank mehr. Ich bin jetzt one hit tot. Okay, okay. Gehen wir die Sache ganz ruhig an. Es ist vielleicht eine etwas schwierigere Quest, als ich sie im Vorhinein angenommen habe. Heißt natürlich nicht, dass wir sie nicht machen werden. Die wird sowas von fucking hart noch erledigt. Ich meine, es ist ja auch letzten Endes nur ein Rayang. Er macht ja auch nur ein kleines bisschen Schaden. Das wird schon machbar sein. Ich meine, ich habe mit dem fucking Großschwert, gut nicht mit dem, aber mit einem fucking Großschwert die allerletzte Quest geschafft. Da werde ich doch wohl auch so einen einzelnen Rayang. Och nein! Ich blocke dem Scheißhorn ab. Und durch das Abblocken, der steht hinter mir. Ich block ab und fliege nach hinten, womit er mich überspringt. Tot springt. The fuck? Okay. 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 Wir müssen es positiv sehen. Ich habe meinen Honig noch. Ich habe so gut wie gar keinen verbraucht. Gut, einen für den Maxi-Trank, einen für den uralten Trank und ich glaube 4 Megatränke habe ich geschluckt, aber ansonsten alles easy. Okay, das heißt, erste Hand, wir brauchen definitiv mehr Schärfe. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Speerthunfische. Heißt, meine Speerschleuder darf nicht stillstehen. Die müssen wir jetzt jeden Tag nochmal kurz mit benutzen. Damit wir die benutzen können, müssen wir natürlich jeden Tag nochmal kurz ein bisschen Käfer mitsammeln. Was natürlich jetzt nicht damit begründet ist, dass wir in irgendeiner Weise Blitzkäfer sammeln wollen. Nein. Das ist bloß wichtig für die Request gerade. Nicht, dass ich farmen will. Ne. Das würde mir doch niemals in den Sinn kommen. Und dann würde ich sagen, verschieben wir die Request auch weiter hinten, bis wir genügend Speerthunfische haben. Geht klar. Also, wenn ich einen Stift hätte, könnte ich jetzt ran. Ah, ich habe einen Stift. Alles klar. Aua, falsche Richtung. So. Später mit Speerthunfisch. Ich mag nicht mal Thunfisch. Backfisch wäre mir irgendwie lieber gewesen. So. Damit haben wir allerdings noch weitere Requests offen, die wir machen könnten. Eine war auch noch mit Tickrex, wo ich mit der Tickrex Low Rüstung irgendeinen anderen Tickrex machen sollte, wo ich mir schon vorgenommen habe, das wird ein High Rank Tickrex. Da ich die Tickrex Rüstung noch nicht habe und auch gerade nicht genügend Geld habe, sie zu machen, weil ich die letzten Requests verloren habe und deswegen jetzt leider Gottes kein Geld mehr habe, unter anderem auch, weil ich mir gerade 99 Tränke gekauft habe, daran könnte es auch liegen. Nichtsdestotrotz, ich habe kein Geld, heißt, wir können uns die Rüstung nicht machen. Heißt, das wird auch auf später verschoben werden. Das heißt, es wäre jetzt mal schöne Quests zu machen, die ich auch schaffen würde, ne? Geht klar? Ich glaube, wir müssen da mal ganz unauffällig und im Geheimen zum schwarzen Fatalis gehen. Der könnte durchaus... Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt wieder rausgehe? Ja.
Geht in Ordnung. Aber ich kann trotzdem noch anbauen. Schade, ich dachte, der würde jetzt irgendwie die Dungstufe 3 anbauen. Der würde da einen Scheißbaum kommen, der Scheißfrüchte hat, die scheiße geil schmecken und mir scheiße geile Boosts geben. Das wäre doch mal echt scheiße. Aber leider wächst Scheiße halt nicht auf Bäumen. Ist ähnlich wie Geld. Obwohl, eigentlich ist Geld Bäume. Warum ist es dann so teuer?